Entschuldigung, wir sind spät dran. Leo? Aber wenn du hier bist, wer ist dann? Viel Glück für alle Teilnehmer. Auf die Plätze. Und fertig. Los! Push-up-Bob! Das war ein gelungener Start von Bob. Doch er wird verfolgt von Daniel Nord und Julia Walter, die jetzt auch schon an der ersten Kurve sind. Los, Bob! Los, Bob! Los, Bob! Der maskierte Superfahrer ist nun dicht hinter Bob. Aber Bob führt immer noch den maskierten Superfahrer im Rücken. Oh, pass auf, Bob! Und Bob ist wieder in Führung, aber nur ganz knapp. Verblüffender Angriff des maskierten Superfahrers, der somit als erster ins Ziel fährt. Oh. So ein Pech, Bob. Juhu, gratuliere. Gut gefahren. Damit ist Bob Zweiter und Julia Walter Dritte. Was für ein spannendes Rennen. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die unbedingt wissen will, wer unser Gewinner ist. Hallo, Bob. Das Nein. ist Wendy! Oh, das hast du gewusst, Papa, oder? Wer meinst du, wer ihr Motorrad flott gemacht hat? Das ist großartig, Wendy! Ja! Ja! Ich gratuliere, Bob. Danke, Frau Bürgermeisterin. Warum die Maske, Wendy? Ich dachte, das wäre lustig. Außerdem war es so schön geheimnisvoll. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Ich denke, es hat wirklich der beste Fahrer gewonnen. Bob, darf ich als nächster fahren? Peppo kann nicht vorwärts fahren. Seine Räder hängen in der Luft. Was sollen wir nur tun? Schade, dass wir ihn nicht wie ein Fisch an Land ziehen können. Halt, warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Peppo, nicht bewegen. Du tust jetzt genau das, was ich dir sage. Mhm. Buggy, du fährst jetzt langsam vorwärts, sodass deine vordere Schaufel direkt unter Heppos Haken ist. Aha. Heppo, lass deinen Haken so runter, dass Buggy ihn auffangen kann. Wendy, Leo, ihr folgt Buggy und bringt Heppos Haken unten am Pfeiler an. Hilfe! Hey, alles wird gut, Heppo. Fertig, Bob! Okay. Geht ein Stück zurück. Und jetzt, Heppo, ziehst du deinen Haken ganz langsam zu dir. Ja, genau, das machst du gut. Und jetzt vorwärts, schön vorsichtig. Ja! Gut gemacht, Heppo. Dankeschön, Bob. Es tut mir leid, Heppo. Ich hätte einfach nicht so nah an den Fluss gehen dürfen. Ich habe Heppo in Gefahr gebracht und ein Teil der Brücke ist futsch. Den Lauf habe ich auch verdorben. Ach, Kopf hoch, Buggy. Du hattest vorhin die rettende Idee, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Du hast gesagt, wir sollen Heppo wie einen Fisch an Land ziehen und genau das haben wir auch getan. Aber hässliche Zähne und Stacheln auf dem Rücken hat Heppo nicht. Wenn wir alle mit anpacken, können wir die Brücke noch rechtzeitig fertig kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Allerseits zum Hochhausener Streckenlauf. Der Gewinner bekommt diesen Pokal und hat die Ehre, unsere neue Fußgängerbrücke einzuweihen. Viel Glück euch allen. Auf die Plätze.
Aber ich habe Sarah Zappel ihre Startnummer noch nicht gegeben. Dafür ist jetzt keine Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kommt schnell. Wir gehen zurück zur Brücke. Ich will sehen, wer gewinnt. Wir treffen uns an der Ziellinie. Und Buddel hat gewonnen. Mit einem weiten Wurf. Oh, wie aufregend. Ich werde ganz rot im Gesicht. Du bist doch sowieso rot, Buddel. Gut gemacht, Buddel. Freunde, ich brauche euch jetzt alle vor Ort, bitte. Gib uns noch einen Moment, Bob. Zuerst muss ich noch einen Rekord brechen. Jetzt kommt nur noch ein Wettrennen über den Parkplatz. Sportler, startet eure Motoren. Achtung! Fertig! Los! Ja! Genau wie Sarah sagt. Gib niemals auf. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Das war nicht so schwer, wie ich dachte. Buggy, was hast du denn hier angestellt? Entschuldige, Bob. Ich wollte nur einen Rekord brechen, genau wie Sarah. Tja, das mit dem Brechen hast du geschafft. Oh nein, der Hindernislauf ist in einer Stunde und wir sind nicht mal mit der Seilbrücke fertig. Oh nein. Wir haben noch eine Chance, Team. Wenn wir jetzt zusammenhalten, schaffen wir es, das alles wieder zu reparieren. Peppo, du bist unser Gewichtheber und sorgst für die Kraft. Alles klar, Bob. Und Buddel, deine starke Schaufel ist gefragt. Schon bereit. Was ist denn, Buggy? Ich habe alles durcheinander gebracht für den Hindernislauf. Und bei der Weltmeisterschaft war ich auch nicht gut. Und Buggy? Ja, Bob? Du bist hier der echte Alleskönner. Ich brauche deine Schnelligkeit und deine Geschicklichkeit beim Ausgraben. Alles klar, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das höre ich gern, Sportsfreunde. Vergesst eines nicht, Leute. Das Wichtigste bei einem Hindernislauf ist, Spaß zu haben. Und esst euren Brokkoli. Los! Ja, komm schon, Leo! Die Küstenwache. Hallo? Hallo, Bob. Was will denn die Küstenwache von Bob? Der Bauheimer Leuchtturm wurde letzte Nacht vom Blitz getroffen. Das Licht ist kaputt und muss repariert werden. Oh nein, wenn der Leuchtturm nicht leuchtet, werden die Schiffe nicht gewarnt und könnten gegen die Felsen stoßen. Deshalb fragt die Küstenwache uns, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wir sind auf dem Weg. Hallo, Charlie. Gibt's ein Problem? Die Bootstower haben sich beim Sturm gelöst. Das Boot ist beschädigt und der Motor ist hinüber. Das ist aber sehr ärgerlich. Ach, keine große Sache. Wir reparieren alles und dann gibt's einen neuen Motor. Alfred, wir müssen los und die Ersatzteile besorgen. Wir sehen uns später. Ich finde, der Leuchtturm sieht doch gut aus. Ja, es ist alles in Ordnung, von außen jedenfalls. Siehst du die Metallspitze da oben? Das ist ein Blitzableiter. Er sorgt dafür, dass der Blitz durch den Leuchtturm durchgeht, ohne einen größeren Schaden am Gebäude anzurichten. Aber er verhindert nicht, dass der Blitz die Lichtanlage zerstört. Da ist der nächste Sturm. Wir müssen dafür sorgen, dass das Licht wieder funktioniert, bevor es dunkel wird. Die Lampe, das Glasgehäuse und die Sicherungen müssen ausgetauscht werden.
Und die Kabel sind auch durchgebrannt, seht nur. Was bedeutet das? Wir müssen auch ein neues Stromkabel verlegen, und zwar den ganzen Weg von Bauheim hierher. Das heißt, wir müssen das alte ausgraben. Das ist etwas für dich, Buggy. Cool, ich kann im Sand spielen. Ich meine das Kabel ausgraben. Das Stromkabel muss irgendwo hier verlegt worden sein. Ja, da ist es. Du musst vorsichtig entlang dieser Linie graben, Buggy, und dann folgst du dem Kabel. Alles klar, Wendy. Warte auf mein Zeichen, bevor du anfängst. Das wird der beste Tag überhaupt. Kommt und lernt uns alle kennen. Es ziehen so viele Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Das sollte eigentlich nicht passieren, oder? Nein, sollte es nicht. Und jetzt ist Leo eingeschlossen. Fürchtet euch nicht. Euer Prinz schaffe viel, schafft alles. Ich werde das Fallgitter einfach wieder hochziehen. So. Das Fallgitter ist zu schwer, Leo. Das können nur zwei Personen schaffen, die es gleichzeitig hochkurbeln. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Und noch ein Abenteuer für den furchtlosen Prinz schaffe viel. Was war das? Was ist los, Leo? Hier ist noch jemand. Ich glaube, das ist ein Geist. Ein Geist? Ein Geist? Jetzt seid doch nicht albern. Sowas wie Geister gibt es nicht. Oder doch, Bob? Natürlich nicht. Du kannst mir keine Angst machen, Geist. Du bist kein Gegner für den edlen Prinzen Schaffeviel. Du musst dir keine Sorgen machen, Leo. Es ist alles in Ordnung, also bleib bitte einfach nur ganz... Hilf! Ruhig. Rühr dich nicht von der Stelle. Ich habe einen super Plan, um dir zu helfen. Das ist toll, Bob. Und wie sieht er aus? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Bob, wenn uns nicht schnell etwas einfällt, können die Leute heute Abend beim Fest nicht auf das Burggelände. Wenn ich nur auf die andere Seite käme, das muss ich doch schaffen. Dann könnten Leo und ich das Fallgitter gemeinsam hochziehen. Oh, ich hab's, Bob. Du kletterst in meine Schaufel und ich werfe dich über die Mauer. Genau wie einen großen Sack Zement. Danke, Buggy. Aber versuchen wir es mit Plan B. Ich hatte gerade eine Idee. Und wenn das hinhaut, werden wir Leo befreien und das Fallgitter rechtzeitig zum Fest wieder hochziehen. Aber wir müssen gemeinsam als Team arbeiten. Dazu brauchen wir Mut, Entschlossenheit und eine Menge Schmieröl. Können wir Leo retten? Ja! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Zuerst müssen wir die Zugbrücke reparieren, damit sie hält, wenn Buddel drüber fährt. Okay, Buddel, schieb das Fallgitter so hoch, wie du nur kannst. Oh, oh, das ist schwer. Lass es nicht los, bis ich jetzt sage. Jetzt?